Eine sehr schöne Frage kommt aus Unterföhring, meine Damen und Herren. Das liegt bei München, wie wir alle wissen. Von Yvonne Besold. Und Yvonne möchte gerne wissen, was ist das Prinz-Charles-Syndrom? Also da gibt es ja viele Möglichkeiten. Entweder man wartet sehr lange, um seine schöne Geliebte zu heiraten, oder es sind sehr abstehende Ohren, oder Menschen sprechen pathologisch mit Gemüse. Ja. Also oder dann, Männer, die Tampons sein möchten. So. Das ist auch gut. Ja. Mach's eins von den vier. Nein, 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 aber macht mal, wir werden es schon irgendwie rauskriegen. Das Prinz-Charles-Syndrom. Das Prinz-Charles-Syndrom. Ist der Bluter? Was ist der? Sind die nicht alle Bluter? Und zwar Blaubluter. Ja, ich weiß nicht, ob der Bluter ist, aber ich glaube eher nicht. Ne? Vielleicht so etwas, dass man sehr, 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 sehr lange darauf wartet, seinen Posten antreten zu können. Und die Mutter will einfach nicht sterben, die diesen Posten innehat. Ja, das könnte... Firma, ach. Firma, in einem großen Betrieb. Was, in einem, ja? Wenn was, der, das war, dass man einfach nicht übernehmen darf? Also was zum Beispiel bei einem Sohn ist, der vom Vater oder Tochter vom Vater dass die Firma übernehmen soll und wenn der nicht freiwillig abgibt, dann ist das das Prinz-Charles-Syndrom, wenn man immer nur... Wer spricht denn von einem Prinz-Charles-Syndrom? Wer könnte denn dieses Wort gebrauchen? Prinz-Charles? Nein. Der Industrie... Dann der Unternehmensberater. Sagt, ihr habt das Prinz-Charles-Syndrom. Der Vater muss gehen, damit der Sohn ran kann. Kein Unternehmensberater. So ist es auch nicht. Und auch nicht. Aber der Anfang war nicht übel. Der Anfang war nicht übel von Dirk. Nicht wirklich. Der Anfang war nicht übel. Aber es reicht mir noch. Vorgesetzte, die nicht gehen und die Beförderung nicht durchlassen oder sowas. Ja, ja. Vielleicht ist es ein Begriff aus der Tierwelt. Weil da gibt es ja. Wir lassen mal alles beiseite. Ja, aber auch da, Moment mal, auch da gibt es doch Chefs, die nicht antreten dürfen, weil andere sozusagen im Rudel den Chefposten besetzen. Zum Beispiel bei Robin. Herr Drittrich, Ihnen ist aber klar, dass Sie uns ein wenig von der Fährte jetzt abhängen. Also ich denke mal, es ist wie in der Wirtschaft schon. Es ist wie ein Familienunternehmen, wo viele Intrigen laufen, wo einfach nicht klar ist, wer wird der Nachfolger, wer erbt das Ganze, beziehungsweise wer besetzt oben die Führungsetagen. Daraufhin also, muss der es gerne werden sollte. Ein Familienunternehmen. Ich würde mich da gar nicht mal so spezialisieren. Der Anfang von Dirk war ja, ging ja in die richtige Richtung. Und wo habe ich es verloren? Ja, ja, ich würde gerne auch wissen, wer das denn sagt, Prinz-Charles-Syndrom. Welche Menschen dieses Wort in den Mund nehmen, dann wäre schon Schritt. Psychologen. Nein. Soziologen. Nein. Könige. Betriebsräte. Monarchen. Nein. Mediziner. Ihre Adjutanten. Ich denke, also, was kann ja auch noch nicht so alt sein. Ich glaube, vielleicht ist das Wirtschaftsprüfer. Nein, nein. Nein, nein, also Moment, es kann nicht so alt sein, weil wenn an Prinz Charles etwas dran ist, was wo immer auch als Syndrom bezeichnet wird, ist es ja auch nicht seit der Geburt von Prinz Charles schon ein Thema. Richtig. Sondern wenn vielleicht, genau. Das heißt also irgendetwas vor, sag jetzt mal was ganz Makabres, geht es da um Männer, die ihre Frauen durch Unfall verlieren? Nein. Nein. Vielleicht ist es aber dieses, ist das Syndrom? Eher mehr um Männer, die ihre Mutter gerne durch Unfall verlieren würden. Würden. Ja, genau. Ja, da ist ja schon alles, das ist ja schon, geht ja schon alles in die richtige Richtung. Aber mir fehlt im Prinzip noch zwei Sachen. So zwei vielleicht ist das eine Krankheit, die Mitarbeiter haben, die einfach ums Verrecken nicht befördert werden, weil die Posten davor die ganze Zeit besetzen. Nein, also, nein, nein, das ist es nicht. Wer spricht also davon? Gewerkschafter? Nein, nicht Gewerkschafter. Und auch nicht Psychiater? Auch nicht Psychiater. Und auch nicht die Familienangehörigen. Wird da überhaupt drüber gesprochen oder ist das so ein Tabuthema in unserer Gesellschaft? Ja. Politiker? Politiker nicht, nein. Vielleicht überhaupt im weitesten Sinne im Beamtenwesen? Nein. Volks- und Betriebswirte? Juristen? Volks- und Versicherungsunternehmen? Nein. Jetzt gehen uns langsam die... Nein, nein, aber es gibt ja noch Metzger. Simpel in der... Metzger, ja, Eureka, Metzger. Ich wollte auch gerade sowas sagen. Ja, mal einfach mal eine nein. andere... Nein. Wer redet? Was kann das denn sein? Ihr entfernt euch wieder, ihr wart ganz nah dran. Jetzt. Also wir haben das immer ganz simpel in der Familie einfach. Die Lehen. Nee, nicht in der Familie. Erbschaften? Geht es um Erbschaften? Oh. Naja, wieso oh? Ja, ich sage ja doch nur also, oh. Also der Vorgesetzte hätte geht doch A nicht. Sagen können. Das ist das Problem. Jetzt ist die Frage, für wen davon? Und wer redet davon? Tja. Vielleicht geht es um Männer, die Kronen tragen. Um was? Kronen tragen? Ja, hier, so hinten in der Ecke zum Beispiel. Vielleicht ist es auch, ja, eben, aus dem Zahnarzt bei Dentisten sprechen Dentisten, darüber. Genau. Prinz-Charles-Syndrom. Ältere Männer, die Kronen eingesetzt ja. bekommen. Ja, genau, da ist eine alte Sofern Krone die Mutter drin, stirbt. Juristen sprechen das. Nein, Juristen sprechen das. Verdammt. Gibt es aber nicht mehr viele, die da mit denen... Also, ich werde es euch mal sagen. Ich Popen? Bitte wer? Popen, ist gut. Popen, Kirche. Nein, ich der Alte will doch auch nicht abtreten. Ich sage mal, es hat...
Der hat aber keine Söhne, die das... Da steht nur keine Mutter im Raum. Maria? Also es hat was damit zu tun und Dirk fing auch richtig an, aber ich glaube, ihr habt euch jetzt verzettelt und ihr, es artet jetzt wirklich nur eine Raterei aus. Ja. Deswegen sage ich es euch mal. Vom Prinz-Charles-Syndrom sprechen Pädagogen. Und zwar das sogenannte Prinz-Charles-Syndrom konstatieren Pädagogen bei Jugendlichen, die trotz Qualifikation im Berufsleben nicht vorwärts kommen und ständig immer auf später vertröstet werden. Wie Prinz Charles, der ewige Thronfolger, kann machen, was er will. Er kann aus eigener Kraft, kann er eben nicht König werden, wird immer vertröstet. Er muss halt warten, bis seine Mutter tot ist, um im Leben weiter voranzukommen. Und Pädagogen benutzen diesen Ausdruck bei Jugendlichen, die trotz einigen Können, das sie haben, nicht vorwärts kommen. Pädagogen, wenn er das gesagt hätte, hätte ich es gelten lassen, so kann ich es nicht gelten lassen. Yvonne, 500 Euro für sich. Gratuliere. Ich begrüße eine Dame im Publikum, sie heißt Cornelia Opitz und wohnt an sich in Gelsenkirchen. Heute Abend ist in Hürth-Kaltscheuren. Cornelia, wo finden wir Sie denn? Hallo, wo denn? Hinter mir. Cornelia hat eine sehr schöne Frage, es geht um 500 Euro. Ich drücke den Daumen, Cornelia möchte wissen, was ist der sogenannte Amorbogen? Der Amorbogen, also Amor ist ja der kleine, die kleine Putte, die die Liebespfeile verschießt. Ja, Amor ist die kleine Putte, die die Liebespfeile. Moment, klein oder Putte? Da können wir uns. Stimme unterhalten. Ihr solltet eine Doppelrolle spielen, die kleine Putte. Das ist ja. Also ist der Bogen entweder das Gerät, also der Bogen, mit dem man das, den Pfeil schießt, oder. Es ist irgendwas im Ellenbogen, was benutzt wird bei dieser typischen Geste, eben eine Sehne zu spannen. Ich glaube, das ist aus der Medizin. Aha. Und zwar ist das eine Körperhaltung. Aha. Wenn man jetzt, mal vor. Ja, wenn man jetzt eine hübsche Holger Frau, macht jetzt den Armbogen. Wenn man einer hübschen Person gegenübersteht, ich spiele es woanders hin. Dann, und dann macht man einen Bogen. Ich lieb dich. Das war kein Amorbogen, das war ein Hohlkreuz. Ich denke, man muss nicht gleich wieder in die Sprache der Romantik und Sinnlichkeit gehen, weil ich kenne Amorbach, das ist ein Ort und da sitzt mein Finanzamt und das hat jetzt mit Liebe überhaupt nichts zu tun. Es könnte aber vielleicht auch der Amurbogen, ist es auch nicht, weil da würden dann wieder die Visa, damit die rübergeschleust werden. Ich denke mal, es hat irgendwie, es klingt so klein, so wie so ein Knöchelchen. Mir kommt es so winzig klein vor, irgendwas im Ohr. Ich weiß, im Ohr? Ja, irgendwie, es gibt ja da so seltsame Dinge, die so komisch der heißen, wo keine... Im Ohr. Ja, zum Beispiel. Ja, ja. Es gibt so viele, also irgendwas im Kopf. Medizin. Im Kopf. Aber es ist was in der Medizin. Es ist ein Knochen im Skelett des menschlichen Körpers. Nein. Nein. Wie wäre es denn mit einfach ein griechischer, eine Art griechische Torbögen? Ja, also es ist was in der Architektur, Amorbogen. Wie sieht denn das aus dann? Rund so. Halb rund mit so kleinen Putten verziert. Tolle Vorstellung. Mit dem Booster hat mir sehr gefallen. Sehr gut. Wie sieht der Bogen aus? Halb rund. Ja. Fand ich also auch klasse. Ja, halb rund mit Putten drauf. Mit Putten drauf. Und ohne Putten ist es dann kein Amor. Nein. Dann ist es nur ein Bogen. Ja. Schön. Prima. Nein. Weiter? Stimmt alles nicht, oder? Stimmt alles nicht. Ich bin dann jetzt bei der Psychologie oder sowas. Und zwar, der Amorbogen ist vielleicht das Erregungsverhalten mentaler Art von einem Menschen. Der ist immer so. Und sobald er dann sich verliebt oder sowas, dann springt irgendwie das Adrenalin nach oben oder die Stimmung geht nach oben. Und wenn die Liebe nachlässt, geht sie wieder runter. Und das nennt man den Amorbogen, der sich im Laufe des Lebens bei dem einen mehrfach, bei dem anderen nie einstellt. Sehr klug. Falsch. Es könnte auch die... eine bestimmte Winkelanzahl bei der Erektion des Penis. Jetzt wird's interessant. Wenn Frau von Sinn überhaupt Penis spricht, oder vielleicht sogar die Erektionsstörung an sich. Oder an der krumme Penis an sich. Es gibt doch krumme Penisse. Woher das Sie weiß denn ich das? Doch von Domian. Das höre ich. Jetzt kommt raus. Ich höre das ja seit 6 Jahren nachts. Es gibt ja Männer mit diversen Problemen. Mal ist er zu klein und manchmal ist er auch so merkwürdig. Ich kann auch um die Ecke gucken. Genau. Genau. Vielleicht ist das der Amorbogen. Das ist der Amorbogen. Eine Krümmung im Penis. Das ist der Amorbogen. Aber wenn der um die Ecke gucken kann, ist es der Bogenamor. Das ist genau was anderes. Ganz, aber nah dran auf jeden Fall. Ist jemand im Publikum, irgendjemand da, der einen Amorbogen hat? Amorbogen. Ich glaube nicht, weil den Amorbogen, den ich meine,
Amorbogen. Vielleicht nennt man ja eine Plätte, also das, was dieser Haaransatz, Amorbogen, weil dein lieber Schatz dir immer so viel über den Kopf gestreichelt hat, weil er dich so lieb hat. Darüber sind die Haare so ein bisschen ausgegangen. Ja, das ist und aber das mehr so hier. Dieses, ja, komm, ist jetzt gut, geh in dein Zimmer und spiel. Ja, komm. Räum auf. Also ich glaube, dass wir ganz viele Amorbögen heute Abend hier haben. Oh, jetzt kommt das. Geht das schon wieder los? Ich wäre nämlich gerade in der Geologie gewesen. Bleiben Sie noch mal drin. Vielleicht sind hier noch ein paar Berge, ein paar Felsen, Steine. Geologie. Geologie ist interessant, Frau Bonsin. Ja, aber nicht für die Frage, Herr Balder. Nee, aber trotzdem. Prima. Schön. Der Amorbogen ist die Anordnung von bestimmten Duftdrüsen unter der Oberlippe, die bestimmt, ja, die gibt es da. Da werden irgendwelche Hormone ausgedingens raus. Und unter der Oberlippe. Ja, genau. Sitzen das ist die so Duftdrüsen. Die, ja, hier sitzen. Das bei hier. Ihnen. Wollen Sie mal gucken? Nein. Und dann, damit die Frau beim Küssen direkt riechen kann. Und die sind bogenförmig angeordnet. Der Amorbogen. Wie was? Wie denn? Das klingt nicht schlecht. Vielleicht bringt uns das in die Tierwelt. Die schnuppern doch immer so. Also ich hatte aneinander. Vielleicht ist aber davon sind doch nicht viele hier. Ja, eine Haustiere dabei. Wenn Sie uns ja nacheinander, Freunde, der Herr Priol. Wenn Sie jetzt, es hat ja jetzt mit dem Körper, hat er gesagt, hat es nichts zu tun. Es ist nichts im Ohr, ist nichts im Knie, ist nichts in der Sehne. Habe ich nicht gesagt. Eben. Habe ich nicht gesagt. Ach so. Wir sind schon im Körper. Ich habe gesagt, es sind viele hier. Wie wäre es denn mit der Augenbraue an sich? Die sieht doch aus wie ein Bogen. Ja? Mhm. Aber warum die Augenbrauen nennt man Amorbogen, weil man damit so schöne Mimik machen kann, wenn man verknallt ist. Machen Sie doch mal eine Mimik, wenn Sie verknallt sind. Um so, Gottes so kann man keine. Sagen Sie mal, Herr Balder, diese kleinen Amore, ja, das sind doch so kleine Engelsfigürchen, also so puttenhafte. Jetzt hätte ich zwei Theorien. Zum einen haben die ja, weil die so ein bisschen kleiner sind, so ein bisschen dickere Popos so. Vielleicht ist das ja irgendwie, ist das dieser Bogen hinten, dass der vielleicht eine besondere physiognomische Eigenart schlecht. Aufweist, die man damit ja, bezeichnet, wäre Nummer eins. Und in der Mitte geht es ja auch so ein bisschen so wie so. Oder aber es sind vielleicht die Löckchen, die haben ja immer so Locken. Vielleicht ist das aus dem Friseurwesen eine Bezeichnung für eine bestimmte Art, Lockenwickler zu drehen. Schon älter oder erst neu? Was? Schon älter oder erst neu die Bezeichnung? Älter! Ich glaube, seit damals, seit die Griechen halt, nicht wahr? Ich glaube, er spielt die ganze Zeit so mit seiner Brille. Und ja, es könnte, und sind einige hier, hat er gesagt, die auch diesen Amorbogen. Vielleicht am Anfang sieht man ja alles so verklärt und ist rosarot. Ne, und wenn die Schmetterlinge im Bauch sich dann wieder in Raupen zurückverwandeln, dann kriegt man wieder den Blick fürs Wesentliche. Und wenn man dann den Durchblick hat, an der Stelle, wo die Brille den entscheidenden Knick macht, da ist der Amorbogen. Nicht schlecht. Nicht schlecht, aber falsch. Ich glaube, es ist ein kleines Bögelchen an unserem Hörapparat und es heißt Amorbogen. Also wenn wir jetzt damit ausgehen, dass der Amor Liebespfeile verschickt und dass die Betroffenen ins Herz trifft, ist es vielleicht etwas am Herz oder respektive dann beim Mädchen, sind wir in der Schönheitschirurgie, wir sind am Busen und wir sprechen beim Amorbogen von dem unter der Brust befindlichen Bogen. Da, wo der Bleistift normalerweise dann... Bei mir ein Mäppchen, bei anderen, ja. Genau. Oder ein Kühlschrank, wie wir wollen, egal. Nein, alles falsch, ich werde es euch sagen. Alles falsch? Ja, alles falsch. Was? Alles. Na gut. Also, ich habe gesagt, es sind ganz viele hier, die einen Amorbogen haben. Alle haben einen. Alle. Nee. Wissen wir das auch? Nein, das weiß bis jetzt nur Cornelia, aber gleich wissen es alle. Amorbogen ist ein Begriff aus der Medizin. Amorbogen heißt der geschwungene Teil in der Mitte der Oberlippe. Weil er aussieht wie ein Bogen. Ich war zu tief. Ja. Sie war zu tief. Ja. Cornelia, 500 Euro für Sie. Wir kommen zu Sandro Süß. Sandro Süß wohnt in Regensburg und Sandro Süß hat eine wunderschöne Frage. Sie lautet... Lass mich mal eben kurz abhusten. Ja, husten Sie mal ab, Frau Bonsin. Vielleicht wollen Sie auch mal eben abhusten. Husten auch mal ab, husten mal ab, können wir gleich... Prima. So, dann kann... Nierensteine könnte ich das Problem auch lösen. Also, jetzt... Mir hängt es doch am Amorbogen, Herr Weiler. Genau. Jetzt gehen wir zu Sandro und Sandro möchte wissen, warum laufen beim Elefantenpolo während des Spiels immer drei junge Thailänderinnen auf dem Platz rum? Damit es mehr Spaß macht. Also kleine Information, Elefantenpolo ist eine sehr populäre Sportart in Thailand. Ein Team besteht aus drei Spielern, die auf Elefanten reiten. Während des Spiels laufen junge Thailänderinnen auf dem Spielfeld herum. Warum?
Also natürlich, um den Dung einzusammeln, aber warum das gerade Thailänderinnen sagen? Um wen einzusammeln? Den Dung, den Elefantendung. Das ist die richtige Antwort. Nein! Absolut richtig. Aber warum denn Thailänderinnen, meine Damen und Herren? Diese Mädchen sind gewöhnlich zwischen 16 und 20 Jahre alt. Sie tragen Handschuhe, heben den Kot der Elefanten auf, damit der Ball während des Spiels nicht drin stecken bleibt. Ja, eigentlich logisch. Ja, was sollte man sonst sagen? Ne? Das ist mal eine ABM-Maßnahme, ne? Könnte man doch hier auch mal einführen. Aber beim Fußball. Wir haben nur so wenig Elefanten. Ganz wenig, ja. Ja, Sandro, es tut mir leid, aber Dirk hat's gewusst. Wiebke Heller wohnt in Bremen und möchte wissen, was ist ein Brückenspecht? Brücken was? Brückenspecht. Specht? Ja. Klopf, 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 Specht, der Vogel, ja. Specht? Ja. Was ist ein Brückenspecht? Spechten sagt man doch auch, wenn man auf irgendwas guckt, oder? Ach, echt? Man spechtet doch auch auf etwas, indem man, ich spechte auf etwas, ich giere, ich gucke auf etwas. Ist das, also ist vielleicht, ein Brückenspecht, ja, ist das vielleicht ein Auspuff? Bei einer Brücke, die sich gelegentlich, wenn ein höheres Schiff kommt, öffnen muss, so etwas gibt es ja. Ja. Vielleicht, ja, etwas, was das, wie auch immer, ich sage das jetzt sehr unspezifisch, mit, ja, einem Sensor oder so etwas irgendwie ein Signal empfangen kann, wenn ein zu hohes Schiff kommt, dass es dann automatisch die Brücke öffnet. Aber warum dann Specht? Ja, weil Frau von Sinnen sehr richtig gesagt hat, wenn Sie zugehört hätten, Herr Balder, ja, dass das Wort Spechten im übertragenen Sinne auch mit Beobachten und Hinschauen und so, habe ich das richtig verstanden, auch gerne verwandt wird. Ja. Und nein. 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 Überhaupt. Und es ist auch kein Ausguckrohr, was ja manchmal auf Brücken... Nee. Ne. Ich glaube, wir sollten uns darauf konzentrieren, dass der Specht bekannt ist für seine Kok-Kok-Kok-Kok-Kok-Kok-Kok. Ja. Ich weiß nicht, wie man das jetzt... Ah, klopfen. Ja. Genau. Ja. Es klopft. Die deutsche Sprache kann so einfach sein. Intelligentes Kerlchen, der Holger. Und vielleicht ist der Brückenspecht irgendwie eine aus dem Mittelalter stammende Tür oder ein Holzmast, wo man mit einem auf dem Boden befindlichen Stock gegenschlagen muss, damit der Brückenwärtermeister dann herauskommen kann und dahin geht. Ich glaube nicht Mittelalter, ich glaube eher jüngere Zeiten, eben Brückenbau. In der Tat etwas, was sich an der Brücke so runterklopft, um zu checken, ob das Material keine Risse hat. Ganz genau. Und die Brücke stabil ist. Also was wäre dann ein Brückenspecht? Ein Mann, ein Beruf. Das ist ein Beruf von einem Mann. Stimmt, der das macht. Der testet die Brückenpfeiler. Ob Metallbrüchig ist in solche Sachen. Oder nee, Beton. Ist kein Mann. Eine Frau. Nee, das ist ein Gerät. Das Gerät ist aussieht wie ein Specht. Selbstfahrendes Gerät. Ein Klopfgerät. Ein anderes Wort für Gerät in dem Zusammenhang. Maschine. Nein. Ein Werkzeug. Ein Werkzeug, richtige, ja, Antwort. Ja. Genau. Ja. Im Prinzip richtig. Brückenspecht ist ein Werkzeug von Ingenieuren, die im Auftrag des TÜV Brücken untersuchen. Brückenspecht ist ein metallener Hammer, mit dem gegen Brückenteile geklopft wird. An dem Klang, den so ein Brückenspecht erzeugt, kann dann der Fachmann hören, ob sich möglicherweise gefährliche Hohlräume gebildet haben. Genau. Soweit, prima, so gut. Haben wir das Werkzeug auch. War auch gut. Ach, nächste, Herr Balder. Wiebke, es tut mir leid, aber das muss ich so gelten lassen. Wir kommen zu Ralf Moosmann. Er wohnt in Aulfingen, das liegt in Baden-Württemberg. Und Ralf hat wieder eine Frage, wo ich genau wieder weiß, dass Herr Hoeker wieder jetzt... sich alle Finger nach Tiere. Leck wird Tiere natürlich. Warum besichtigt das Vieraugenmännchen erstmal die Schuppen des Weibchens, bevor es Sex mit ihm hat? Das Vieraugenmännchen? Vier Augen sind Süßwasserfische, kommen in Südamerika. Vier Augen sehen mehr als zwei. Ja. Das ja. Es begutachtet erstmal die Schuppen des Weibchens. Bevor es Sex mit ihm hat. Ich denke mal, dass das Weibchen die Eier an den Schuppen eben trägt. Und deswegen guckt es sich die Schuppen an, ob sie besonders so pfiffig angelegt sind, dass da viele Eier reinpassen. Ja, so ähnlich hätte ich es gesagt. Eier in den Schuppen? Nee. Eier in den Schuppen eher Eier nicht. Eier in den Schuppen, das passiert Bauern auch gelegentlich. Ja, natürlich, ja, ja. Ja. Nee, also so ist es.
So ist das nicht. Das muss ich schon ein bisschen anders sagen. Kann es aber daran die Fruchtbarkeit des Weibchens erkennen, weil die sich so ein bisschen verfärben, weil die ihre Form verändern. Die werden zu so Fingern, die immer so machen oder sowas. Oder weiten sich auseinander oder sowas. Sodass das genau. Fische machen das ja nicht so, dass die so ineinander sich befruchten, sondern die Eier kommen raus und werden dann fremdbefruchtet vom Mann. So auf dem Boden. Vielleicht nebelt der die so komplett ein. Ja, also so von oben, dass das aussieht wie so eine Wolke. Dann durch die Schuppen geht das rein und befruchtet das Weibchen von innen. Was? Ich will ja, aber das vielleicht nicht hat das Weibchen ja wirklich die Eier an den Schuppen hängen und deswegen begutert er den Schuppen, um zu sehen, ob er viel Nachwuchs befruchten kann. Vielleicht ist es einfach so, dass dass alles zusammenhängt. Und zwar, wie heißt das Tier? Vier Augenmännchen. Der Fisch hat ja nicht ohne Grund vier Augen. Ja, eben. Und zwar, die vier Augen braucht er auch mindestens, um überhaupt mal an den Schuppen zu erkennen, ob es sich bei dem zu befruchtenden anderen Tier überhaupt um ein Männchen oder ein Weibchen handelt. Und wie stellt er das dann fest? Er guckt mit vier Augen hin. Das ist ein Gespräch unter vier Augen sozusagen. Ja. Das ist ein ganz komplexes 3D-Bild. Der schielt nämlich, genau. Dann legen sich die Schuppen übereinander und dann steht da drauf, nimm ich jetzt und sofort oder geh weg. Vielleicht hat das einfach was mit Ästhetik zu tun. Inwiefern? Vielleicht gibt es auch so etwas wie Head and Shoulders für die Fische. Schuppen. Für die Schuppen, ja genau. Das ist vielleicht benutzen die ja die Schuppen, also mit ihren Mündern ziehen die Schuppen von dem Weibchen raus, um irgendwas zu schaufeln oder wie auch immer Löcher zu schaufeln. Deswegen müssen die Schuppen des Weibchens besonders groß oder stabil gebaut sein, weil die später zu einem Nestbau benutzt werden. Nein. Ich glaube, das ist eine sehr leidenschaftliche Art der Fortpflanzung. Dabei werden ganze Schuppenteile weggesprengt, zerbrochen. Und, könnt ihr mal vormachen? Ich habe mir die Haare gewaschen, Herr Balder. Und, die Augenbrauen. Auf jeden Fall guckt er halt erstmal, ob die kaputt sind, die Schuppen. Dann weiß er, die hat schon. Ich warte, bis die Dinger nachgewachsen sind. Die hat schon. Wenn die Schuppen kaputt sind, hat die schon. Und so, also warum soll so ein Mensch gucken? Das guckt, weil es wissen will, will sie oder hat sie schon? Das sind die Fragen, die einen Mann beschäftigen, wenn er unter Wasser lebt. In diesem Fall nicht. In diesem Fall guckt er aus einem anderen Grund. Ja, vielleicht. Sie haben ja gesagt, besichtigt. Ich muss an diese Laufbänder denken, wo immer diese kleinen Botschaften laufen. Vielleicht ist es wirklich, dass die eine ganz extreme Signalwirkung haben, diese Schuppen. Deswegen muss der mit den vier Augen, die ganz genau sich angucken, die Signalwirkung, ob eine Befruchtung jetzt vorzunehmen. Und wie sieht die aus? Die, die blinken, flackern und nehmen verschiedene Farben an. Und hupen die auch? Ja, ist nur für unser Ohr nicht wahrzunehmen, klar. Aber sonst schon. Sehr schöne Erklärung, leider völlig falsch. Gut. Das heißt, die Farbe der Schuppen oder die Beschaffenheit der Schuppen signalisiert nicht in irgendeiner Form tatsächliche Bereitschaft zur Befruchtung oder eben auch nicht? An sich nicht. Sag mal, und das Fischweibchen hat wirklich keine Kloake, also irgendwie keinen Eingang. Die machen es wirklich nicht so, sondern die machen nur die Weibchen. Doch, das ist so genau. Und weil es in diesen südamerikanischen Gewässern so trübe ist, ist der Eingang, das ist eine Schuppe. Und wenn die eine Schuppe andersfarbig ist und dann noch ein Stück zur Seite, dann weiß der vier Augen, weil er sieht ja so schlecht, wenn beide schielen, das musst du dir mal vorstellen, zwei Paare. Und dann weiß er, da geht's neu. Genau. Das weiß er dann. Ja, weil die irgendwie vielleicht ihren Eingang verschieden haben, unter verschiedenen Schuppen. Oder vielleicht sogar mehrere Eingänge. Vielleicht guckt er sich den... Mehrere Eingänge. Nee. Der benutzt das ist der sogenannte Weibchen, Labyrinthfisch. Also es ist viel einfacher, als ihr glaubt. Die Weibchen legen ihre Eier ja auf den Boden. Dann kommt das Männchen und schwimmt da drüber hinweg und hat Spaß. Also so alleine halt auch. Und, ja, da kennen sie ja aus mit. Dich. Das ist so grausam. Glauben Sie dem etwa, oder? So, und jetzt markiert das Weibchen mit seinen Schuppen den Eingang oder das Nest von sich selber, sodass das Männchen, das sind sehr treue Tiere übrigens, sein Weibchennest wiederfindet. Ich sag's euch mal. Also, es gibt tatsächlich einen Eingang und es gibt tatsächlich ein Geschlechtsorgan beim Vieraugenweibchen. Die Schuppung des Weibchens gibt Aufschluss darüber, auf welcher Seite sich das Geschlechtsorgan befindet. Es gibt Weibchen, bei denen ist die Öffnung rechts, bei anderen ist es auf der linken Seite. Und wenn das Männchen herausgefunden hat, auf welcher Seite es zum Schuss kommt, schwimmt es seitlich an das Männchen heran. An das Weibchen heran. Ja. Und dann klappt's. Er muss allerdings erstmal genau gucken, wo überhaupt
Deswegen guckt er sich das. Sie waren sehr nah dran, aber leider nicht so nah dran, dass ich es hätte gelten lassen können. Deswegen kriegt Ralf Moosmann 500 Euro. Britta Schwers wohnt in Rostock und möchte wissen, warum wurden im Sommer 2004 10 Kilo Heringe auf dem Rasengelände eines Stockholmer Museums verbuddelt? Oh wei. Ja. Bitte nochmal für mich. Warum wurden im Sommer 2004 10 Kilo Heringe? Letzten Sommer. Ja. 10 Kilo Heringe. 10 Kilo Heringe auf dem Rasengelände eines Stockholmer Museums verbuddelt. Es handelt sich um den Rasen vor dem Naturhistorischen Museum Stockholm. Naturhistorisches Museum. Das ist das, glaube ich, das Stichwort. Heringe. Und es ist keine Kunst. Also vielleicht Kunst, hat sich so zur gleichen Zeit auf der anderen Seite der Erdkugel, also irgendwo in Neuseeland oder so, ein ähnliches Experiment abwickeln lassen, dass dort Seehunde über den Erdmittelpunkt hinweg in sozusagen europäische Gefilde haben graben müssen, mit einer kleinen Abordnung von neuseeländischen Maulwürfen, die sozusagen den Weg freigemacht haben, um dann rechtzeitig und ausgehungert und ausgedürstet dann dort ankommenderweise etwas zu essen. Direkt vor dem Museum in Stockholm. Das kann man doch heutzutage alles berechnen. Natürlich. Ja, sehr hübsch, ja. Cool. Nein. Sind das vielleicht Heringe, wie man sie aus der Zeltkunde kennt? Ja, genau. Wir waren Zeltlager, Punkt. Ach so, da sollst du, ja. Sind es solche Heringe? Wir reden vom Heringfisch. Wir reden vom Fisch. Und wir reden von Stockholm. Wir da reden ist dieses Stockholm. Natur. Ja. So, pass auf, Kinder. Stockholm, Natur, Wikingerschiff. Vielleicht haben die einfach eine Zeit lang demonstriert, wie Wikinger früher auf Schifffang gingen, haben dazu auch echte Heringe benutzt. Und als sie richtig anfingen zu stinken, haben sie so einfach da verbuddelt, damit das ein Ende hat. Macht man ja auch so, man verbuddelt ja auch stinkende Heringe. Es war eine Wikinger-Ausstellung. Es war eine Wikinger-Ausstellung, wo? In dem Museum. War eine Wikinger-Ausstellung. Unter der Erde. Unter der Erde war die Wikinger. Und deswegen haben sie die Heringe verbuddelt. Ja, weil die Wikinger, die haben, das ist eine Art Dünge, mit der mit den Wikinger damals ihre Felder gedüngt haben. Natürlich. Und in Stockholm ist ja auch der Permafrost. Die berühmten Heringsfelder sind ja auch bekannt dafür. Natürlich. Ja, aber irgendein Experiment muss es doch gewesen sein. Ja, ich denke, früher die Indianer haben ja das Kriegsbeil begraben. Und bei den Wikingern war es wahrscheinlich so. Hatten sie sowas ja noch sicher. Weil die Indianer ja später... Die kannten ja nur Heringe, die Wikinger. Ja. Ja. Und sehr hübsch. Also vielleicht hat es was mit Wikingern zu tun? Überhaupt nicht. Vielleicht sind dort überdurchschnittlich viele Katzen auf einmal gestorben und man hat das quasi als Grabbeilage ausgewählt. Ich war aber auch jetzt bei Tieren, die unter der Erde leben. Deshalb bin ich überhaupt nicht bei Katzen, wenn ich ganz ehrlich bin. Und zwar bei Maulwürfen. Vielleicht haben die ein Problem mit unter der Erde lebenden Tieren gehabt. Und, hatten die? Der Salz, Regenwürmer oder Maulwürfe? Ratten, Mäuse. Maulwürfe. Was für Mäuse? Wühlmäuse. Wühlmäuse. Stimmt. So, jetzt im ganzen Satz, was war da? Ja, die hatten eine Wühlmausplage und deshalb haben sie Heringe vergraben, damit die Wühlmäuse das eklig finden und weggehen. Richtig an. Ja! Sehr, sehr gut. Genau so war's. Ja, genau so war's. Wühlmausplage, Hering-Verbuddelaktion, genau gesagt mit dem Verwesungsgestank, sollten die Wühlmäuse vertrieben werden. Ergebnis, die Mäuse verzogen sich daraufhin in die äußerste Ecke des Rasens. Von diesem Teilerfolg ermuntert, soll diese Maßnahme demnächst wiederholt werden. Da waren nachher alle Wühlmäuse in einer Ecke. Alle Wühlmäuse haben sich. Und da sind sie dann mit der Dampfwalze hin und her. Oh nein, 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 nein. Die wohnen da jetzt in einer Kommune. Es tut mir leid, aber das wurde gewusst. Juliane Klüber wohnt in Kiel und Juliane möchte wissen, was ist die Handflächenregel? Handflächenregel? Ja. Ja, das ist, wenn du nicht artig bist, kriegst eine gescheuert. Loki Schmidt. Aber alle sitzen hier so. Oder? Die Handflächenregel. Ja. Gut, ist Recht das aber ist nicht da, so oder? Simpel, dass es eben früher, dass man mit Hand, früher mit Handschlag konnte man Verträge klar machen. Also heute muss man ja viel Papier ausfüllen. Und früher sagte man, Mensch Jupp, Mensch Hein, ja. Du kriegst das Grundstück, genau. Handschlag. Das ist die Handflächenregel, dass man also per Handschlag Verträge absegnet. Ja, das wäre aber dann eher die Handschlagregel. Vielleicht. Nicht? Vielleicht ist es etwas, was wir aus der indianischen Kultur kennen oder ähnlichen Herrschaften, die in der Lage waren, aus der Hand zu lesen und tatsächlich auch von bestimmten Verläufen. Die Frau von Bata Illitsch zum Beispiel. Die kann das? Ja. Aha. Ja, auch aus dem Kaffeesatz.
Interessiert jetzt keiner. Doch, was ist jetzt? Die sagt immer zu Butter, bitte im ganzen Kaffeesatz. Sagt sie immer. Ne? Ja. Aber das ist doch tatsächlich vielleicht was dran. Also es gibt ja bestimmte Linien, die, deren Verlauf schon auf bestimmte Dinge hinweisen. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, ohne davon wirklich was zu verstehen, dass es aber doch so ist, dass wenn Linien, Handlinien, sagen wir mal, dass man schon Regeln ableiten kann. Das kenne ich auch, das sind aber dann Handlinien. Dass man zum Beispiel tolle Linien hat in der Hand. Aber keine Flächen, Handflächen. Handflächen. Also Handlinienregeln, wenn dann. Also ja, das Handflächenregeln ja, ich glaube, es kommt aus der Juristerei. Das ist so meine Idee. Das ist, wenn die Rost halt. Aha. Aha, ja. Und zwar ist das sowas wie, wenn man, keine Ahnung, eine Erde, die so groß ist wie die Handfläche, die darf man behalten. Oder wenn man, sowas in der Art, also wenn irgendetwas die Größe der Handfläche hat, dann darf man es behalten. Dann darf man es behalten. Und man muss es abgeben oder es darf nicht größer sein als die Handfläche. Irgendwie solche... Aus welcher Zeit kommt das? Ah, oh, da gibt es viele Zeiten, die mir da einfallen. Ja. Man hat ja angefangen damit 1623. Früher, und früher. Dann fiel einem ein, dass ja schon früher, nämlich 1512, die ersten Überlegungen. Also ich denke, wenn wir das behalten, so ein handflächengroßer Diamant wäre nicht schlecht. Ich würde es andersrum sehen, vielleicht, dass die Hand, da gab es irgendwie so eine Form und eine Vorschrift, die haben früher nicht so genau gemessen und es ging, je nachdem, wenn die Handfläche nicht genau drauf gepasst hat oder zu klein war, dann dürfte es die irgendwo nicht hin. Heute wäre es die Disco, damals vielleicht Kindergarten oder was nicht geeignet zum Kappenpoolen. Ich weiß es nicht. Irgendwie sowas da auch nicht. Vielleicht muss der Sitz eines Königs genau drei Handflächen breit sein. Der Sitz eines Königs muss drei Handflächen breit sein. Oder die Treppenstufe muss zwei Handflächen breit sein, damit sie optimal, weil das steht ja im Verhältnis zum Gesamtkörper. Treppenstufe nicht. Ja, aber etwas beim Bauen, genau. So und so viele Hände müssen nebeneinander passen, muss ein bestimmter Abstand vielleicht sein. Und wenn man das nicht nachmessen kann, sagt man, es müssen so und so viele Handflächen nebeneinander passen, bis etwas anderes gebaut werden darf. Wo? Wo genau? Wo genau? In Remscheid, Herr. Sanitärbereich, Duschkabine neben Toilette? Sanitärbereich nicht. Aber ist nicht verkehrt, oder? Ist völlig verkehrt. Küche vielleicht. Also Sie sind auch nicht beim Bau und überhaupt bei nicht. Maßeinheiten? Überhaupt nicht. Prima, Herr Baller, danke. Hat das vielleicht etwas mit der sogenannten öffentlichen Hand zu tun? Also im übertragenen Sinn, dass also sozusagen ein Amt oder so etwas eine Flächenregelung hat, also die Handflächenregelung. Dann wäre es doch aber eine öffentliche Handflächenregelung. Ich sage ja auch nur irgendwas, Herr irgendwas. Nein, auch also nicht wenn irgendwas. Das, vielleicht sind das so Dinge, es gibt die Handflächenregel, die kommt aus dem feuerpolizeilichen Sicherheitsgesetz. Und zwar bei Großveranstaltungen muss zwischen zwei Menschen mindestens müssen zwei Handflächen breit Platz sein. Wie zum Beispiel auch im Flugzeug. Oder im Mittelalter. Sag mal, sagen die noch? Wo es ja schon Flugzeuge gab. Ich versuche gerade das Thema zu öffnen. Sag mal, wünschen sich die Seemänner nicht immer eine Handbreit Wasser und einen Kiel? Ja, Kiel, ja. Handbreit, aber nicht eine Handfläche. Ja, Handfläche. Also vielleicht ist es, mit der Sanitär hat er so, und nah bei Sanitär ist ja die Küche. Also wieder pflanzen. Ja, ich sage ja, nah beim Sanitären ist ja die Küche. Und man weiß ja, da gibt es ja abstrusen die Ordnungsämter, die sagen, wenn der Abstand zwischen den Urinalen nicht stimmt, wird die Küche dicht gemacht. Vielleicht ist mit der Handflächenregel zum Beispiel der Pizzabäcker, der Teig, wenn der, also der Teig muss so groß sein und dann erst darf er gewalzt werden. Aber ich kenne Pizzen, die sind größer als eine Handfläche. Ja, nein. Also während wir beim Essen praktisch, in der kulinarischen Abteilung, das ist völlig verkehrt jetzt. Gut. Soll ich euch mal sagen? Ich glaube, oder? Nein, ich gucke mir, ich denke, was ist denn dieses M? Vielleicht hilft das uns weiter, wenn wir nur die pure Handfläche nehmen. Aber da fällt mir das Verrecken nichts ein, wenn ich hier so ein kleines M sieht. Er hat ein M. Was haben Sie denn? Ein P? Oder? Ich habe ein VW-Zeichen. Ja, aber irgendwie gibt das auch ihr Lieben, ihr seid ganz weit weg, deswegen werde ich es auflösen. Es ist ein Begriff aus der Hautmedizin. Und zwar, 1950 fand ein englischer Arzt heraus, dass die Handfläche eines Menschen immer ziemlich genau 1% seiner gesamten Körperoberfläche ausmacht. So entstand die Handflächenregel, die seitdem Auskunft über die Schwere von Brandverletzungen gibt. Wenn zum Beispiel der gesamte Arm eines Menschen Verbrennung aufweist, rechnet der Arzt das auf eine 9%ige Verbrennung hoch, da laut Handflächenregel die Handfläche 9-mal die Hautfläche des Armes abdeckt. Das ist die Handflächenregel. Mensch, was die alle lernen heute. Unfassbar. Und Juliane kriegt 500 Euro. Ich gratuliere Ihnen. Sehr gut. Ja. Ihr Lieben, das war eine gute Ausbeute heute. Also, ihr wart nicht schlecht. Ihr wart nicht schlecht. Wir haben einiges Geld haben wir heute verbraten. Finde ich auch gut. Es hätte ein bisschen mehr sein können, aber ihr wart gut. Wie Sie bei Handflächenregeln und Verbrennungen auf Geld verbraten kommen. Ja, ich weiß ja auch nicht. Es hat Spaß gemacht. Das war genial.